Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Halali Camp in Etosha Nationalpark. Ja, wir sind hier auf unserer Campsite und auch heute möchte ich unser Camp mal wieder ein bisschen vorstellen. Wir sind gerade hier kurz vorm Frühstück. Sarina, die bereitet da alles so richtig schön vor. Wir werden aber hier ein bisschen belagert von den ganzen Tieren. Die haben nämlich mitgekriegt, dass wir ja, ein bisschen was zu essen auf dem Tisch haben. Deswegen flitzen hier überall Hörnchen durch die Gegend. Warte mal hier, da unten auf dem Boden. Ne, hier jetzt. Oh, hier jetzt. Oh. Komm mal her. Hallo. Es will mich aufessen. Hier, Achtung. Ja, das ist hier ein ziemlich großes Camp, also ziemlich große Campsite. Es gibt hier auch viele andere Unterkünfte, ich glaube Chalets, Buschhütten und was nicht alles. Also für jede Preiskategorie ist hier was dabei. Und ja, der Campingplatz ist hier ziemlich groß. Gleich zum Anfang gibt es ein kleines Manko, und zwar ist das, wenn man sich anmeldet, dann wird gesagt, sucht euch eine Campsite aus. Das ist an sich ja gar nicht verkehrt, aber es sind nicht alle Campsites intakt. Also man hat an so einem Camp hat man immer so einen Tisch und da hinten so ein Grill, stelle ich gleich noch genauer vor. So, und das heißt, wenn eins von beiden fehlt oder kaputt ist oder man zum Beispiel kein Licht hat, keinen Strom hat oder so, ist das alles so ein bisschen doof, ne? Wenn man so als Letzter kommt. Aber gut, den Letzten beißen die Hunde, so ist das normal. Wir haben uns hier so ein bisschen abgelegene Campsite gesucht, also hier ist ja nicht viel los. Bei anderen ist das schon was anderes. Wenn da so ein richtiger Bus steht, wie da hinten, ja, da ist das natürlich richtig voll und da hat man nicht so viel Platz für sich. So, aber ja, wir haben uns hier nach langen Suchen, muss man auch sagen, ein bisschen anderen Campplatz gesucht, ein bisschen außerhalb, und deswegen ist das alles ganz angenehm. Großes Problem hier in Halali ist meiner Meinung nach, dass nicht so gut sauber gemacht wird wie in Namutoni. Also hier liegen ja noch ein paar Essensreste manchmal rum und so weiter. Also ist jetzt nicht absolut dreckig, aber es ist halt ein großer Unterschied zu Namutoni zu erkennen. Die Toiletten sind eigentlich sehr sauber, muss man echt sagen. Toiletten hat man alles, was man braucht, ne? Ausreichend Toiletten erstmal, das ist ja auch ganz wichtig. Und des Weiteren hat man da jeweils pro Toilettenhäuschen zwei Duschen, zwei Toiletten und bei den Männern Pissoirs. Und vier Waschbecken. Also da ist alles da, Spiegel sind da, Mülleimer ist da und ja, somit hat man da alles, was man braucht. Des Weiteren gibt es hier auch wieder so eine kleine Laundry-Ecke, wo man quasi ja Wäsche aufhängen kann, und es gibt so eine kleine Küche, wo man abwaschen kann und wo man quasi dann auch ja so sein Essen schon irgendwie zubereiten kann und gleich das, was man benutzt hat, hinterher abwaschen kann. Also so ein bisschen Platz ist auf jeden Fall auch da. Zur Campsite selber gehören diese ganzen Hörnchen, die unten auf dem Boden rumwuseln, und die Tauben, die gehören dazu. Und im Baum sitzen gerade einige Tokos, Go-Away-Birds und noch andere lustige Vögel, die wir ehrlich gesagt gar nicht so kennen. Da müssen wir nochmal nachschauen. Oh, jetzt ist mir gerade ein Hörnchen auf den Fuß gehüpft. Jungs, hört doch mal auf hier. Ja, die knabbern alles an auf dem Tisch Die und die. zoffen sich hier gerade. So, genau. Zum Camp gehört hier dieser Grill. Haben wir, wie man sehen kann, gut benutzt. Ist ja immer schön, wenn man sein eigenes Rost nicht dreckig machen muss. So muss man es auch nicht sauber machen. Ja, dann hat man einen Wasseranschluss. Ist auch immer ganz gut, wenn man sich schnell mal die Hände waschen will, ne? Oder die Grillzange abspülen will, weil man irgendwie das Stück Holz umgedreht hat oder irgendwas, ne? Kann man sich ja immer irgendwie was aussuchen. Eine Lampe und eine Steckdose. Lampe geht auch, sieht man bloß jetzt nicht, aber er funktioniert. Haben wir einheitlich genutzt. Wir sind auf Campsite Nummer 2. Also, falls du mal hier bist, können wir dir empfehlen. Campsite Nummer 2, schön abgelegen. Hinter uns kommt nämlich nichts mehr außer der Weg. Und somit kann man sich hier wirklich sehr, sehr ruhig platzieren. Man hat eine Toilette gleich in der Nähe, man hat die Mülltonnen gleich in der Nähe, wo auch der Müll getrennt wird. Und das ist eigentlich auf jeden Fall, ja, richtig, richtig gut. So, des Weiteren hat man diese tollen Hocker und diesen tollen Tisch. Dann braucht man auch wieder nichts auspacken. Das geht alles auch dadurch natürlich morgens und abends immer ein bisschen schneller. Ja, Hörnchen hat man auch auf dem Tisch. Nein. Ja, Sarina sollte hier nicht essen. Oh, und eins, wenn sie wüsste, dass eins hinter ihr auch lauert. Naja, so sieht das hier aus mit den kleinen Ja, die haben Raubtieren. alle eine dicke Nuss gekriegt. Ja, die haben meine Nussmischung gekapert vorhin und eine Nee, sie haben die Kekspackung auf. Kekspackung haben sie aufgemacht selber. Wir essen jetzt erstmal Frühstück und dann melden wir uns nochmal vom Wasserloch.
Frühstück ist beendet. Wir sind jetzt hier am Wasserloch. Ja, Sarina steht hier. Und das Wasserloch ist da hinten. Und da sind jetzt gerade ein paar Perlhühner. Ja, die Perlhühner, die trinken da gerade. Gestern Abend hatten wir aber richtig viel Glück. Gestern Abend waren ja so zeitweise 20 Elefanten. Dann gehen immer wieder welche, dann kommen immer wieder neue. Also wahnsinnig viele Elefanten. Und Nashörner? Also 6, 7. 6, 7 Nashörner. Ne, auch mit Baby und so, das ist wirklich Wahnsinn. Also müsst euch das so ein bisschen, also ich finde das so ein bisschen wie so ein Theaterstück. Die gehen immer in die Büsche rein, ne? Man verlässt die Bühne, dann kommen wieder neue aus dem Busch rausgetippelt. Und das ist schon echt witzig. Dann liefen auch Hyänen da rum. Ein Buschhase? Ein Buschhase, und genau, ja. Schabrackenschakal. Genau, ja, genau. Das haben wir gesehen. Und ich war in dem Camp ja schon mal im April oder im Mai und da waacn auch so, wir hatten glaube ich 8 Nashörner, auch 2 Hyänen, Schakale waacn auch da. Also das Wasserloch finde ich bis jetzt von allen Wasserlöchern, die wir hatten, wirklich am besten, muss ich sagen. Nicht jetzt so von den Tieren her, sondern das ist ja wie immer Glückssache, sondern auch wie es aussieht. Ja, und gucken wir uns das Ganze mal an. So sieht das Wasserloch aus. Das ist ja eigentlich, ja, sieht gar nicht so richtig künstlich aus. Also sieht aus wie ein natürlicher kleiner Teich. Und ja, da sind gerade ein paar Perlhühner dran. Und hinten in den Büschen, wie gesagt, da laufen dann immer die Nashörner rein und raus. Wenn das dunkel ist, sieht man das natürlich nicht ganz so doll. Man sieht dann einfach nur, da kommt etwas Graues raus und dann rätselt man schon, was kommt denn da? Und es ist dann meistens ein Elefant, ein Nashorn oder natürlich auch mal eine Herde Zebras und. Also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Hier ist die Tribüne, hier sitzt man und guckt dann auf das Wasserloch. Das ist dann am Abend gelb oder rot oder so irgendwie dazwischen orange ist das dann beleuchtet, denn diese Töne können Tiere nicht so gut sehen. Und das heißt, die denken, der Mond scheint ordentlich und dann lassen sie sich auch nicht so gut stören und ja, machen so entspannt ihr Treiben. Und wenn man ein Stückchen weiter geht, sind hier noch ein paar Plätze, wo man stehen kann. Also Platz ist auf jeden Fall für die ganzen Menschen genug da. Ja, das Wasserloch hier in Halali ist großartig, also alleine deswegen lohnt es sich schon, hierher zu kommen. Auch wenn die Campsites jetzt nicht ganz so toll sind, aber das ist ja auch im Endeffekt eigentlich egal, wenn man denn abends oder frühs, egal, so viele Tiere sieht. Das ist schon echt ein Spektakel, genau wie Steffen das vorhin schon beschrieben hat. Und ja, nun machen wir uns auf den Weg nach Okaukoeyo, unser letztes Camp hier im Etosha Park. Und wie das denn aussieht, das seht ihr im nächsten Video. Und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis dahin, tschüss. Tschüss.